Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Prison Architect im Frauenknast und wir haben hier groß erweitert. Wir sind jetzt in der Folge 97, glaube ich schon, und haben hier, hier haben wir was erweitert. Wir haben hier eine Kantine platziert, eine Küche, hier haben wir noch einen Laden, das sieht aus, ein Laden mit zwei Automaten drin, okay. Das sind vorgefertigte Räume, alles, ich war einfach zu faul, etwas anderes zu machen. Ich glaube, eine Leichenhalle brauchen wir nicht. Egal. Wir lassen das erstmal so bauen, wie es ist. Und hier haben wir noch einen Hof gebaut. Hier unten haben wir noch eine Versorgung gebaut. Da können wir uns gleich drum kümmern. Wir haben hier schon eine Versorgung gelegt. Und werden jetzt noch ein Gefängnis legen müssen. Besser gesagt, ein Gefängnis hier erstellen müssen. Ich glaube, das sollte auch alles ausreichen. Genau. Wir wollten hier einen so einen Block mitnehmen. Ach, hier ist auch noch nicht fertig, ne? Gibt's gar nicht. Die brauchen ewig. Das braucht lang, das braucht lang. Wir haben ja auch Änderungen letztes Mal schon vorgenommen. So, schauen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen rennen lassen. Dann gucken wir hier in die Planung hinein. Nein, schnelle bauen. Ob wir hier einfach diesen Trakt hier oder den, unten den schweren Trakt. Welchen nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich würde den schweren Trakt nehmen. Aber das hier. So, das kostet uns 26.000. Ja, ich glaube, das können wir da mal hinbeppen. Beppen wir das am besten hin. Wir beppen das am besten hier oben hin. Am besten drehen wir das noch. Und machen wieder 1, 2, 3, 4. Einen fetten Weg dazwischen. Gehen natürlich voll ran und platzieren hier einfach mal schön den neuen Trakt und werden jetzt hier noch ein bisschen Straße bauen. So, schauen wir mal. Boden. Genau. Bodenplatten, Betonbodenplatten. Wunderschöne Betonbodenplatten. Haben wir da gar nicht benutzt. Wir haben Gehweg hier, glaube ich, Gehwegplatten benutzt. Ja. Okay. Dann werden wir auch mit Gehwegplatten weitermachen. Und hier herlegen und hier hochlegen. So, dann haben wir hier noch Platz für anderen Gruscht. Wir haben einen Gemeinschaftsraum, eine Kirche könnte man noch bauen. Genau, eine kleine schnucklige Kirche. Da auch noch rein, dann würde ich sagen, nehmen wir mal Kirche hier. Schnelles bauen, wir klonen diese Kirche hier ohne Wand sozusagen. Drehen die. Ich würde sagen, setz mal die doch einfach mal hierher. Die passt ja sozusagen fast genau rein. Eine ganz schön große Kirche. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Eine große Kapelle. Ein Sportbereich hätte man nämlich noch anzubieten. Vielleicht, naja, vielleicht überlegen wir hier dann nachher auch was. Oder wir können hier unten noch den Sportsaal bauen. Genau, erstmal müssen die überhaupt irgendwie fertig werden, hier das Ding zu bauen. Wir haben jetzt hier, da. Aber, fehlt eine Tür. Wieso fehlt hier eine Tür? Dann schauen wir doch gleich mal hier nach der Tür. Hier fehlt sowieso, warum fehlt hier so viel? Hier fehlt ein Zaun. Da fehlt ein Zaun, der ist noch nicht mal gebaut. Ach, na gut. Dann müssen wir hier wohl noch ein bisschen warten, bevor wir hier überhaupt irgendwas öffnen. Gut, wir hätten das eigentlich auch direkt dran setzen können, ne? Egal. Wir lassen das so, wie es ist und schauen mal, was die hier zuerst fertig bekommen. Die Versorgung, hier müssen wir noch über Lichter reinstecken. Lichter reinstopfen. Hier und hier. Und hier genauso. Da machen wir dann, so und so. So, so. Auch noch. Dann machen wir hier natürlich. Ganz so dämmerig ist hier. So. Genau. Aber das erst einmal. Und dann machen wir mal hier hoch. Unseren frischen Zellen hier. Da wird noch kräftig gebaut. Ja, hier die Türservo ist schon dran. Können wir vielleicht die Türservo schon mal anschließen.
Ah ne, ich möchte das, die Zeitschaltuhr, ne, das ist die Abhöranlage. Ja, immer noch nicht verbinden hier oben. Nehme ich jetzt auch immer auf, dann brauchen die da nicht mehr, tagsüber zumindest, brauchen die dann nicht mehr hier auf und zu machen. Wir setzen hier noch ein paar Betonplatten, dass das hier wieder anständig aussieht. Auch noch. Und vielleicht noch ein paar Lichter. Hier sind Lichter, Lichter, Lichter. Diese Wandlampen, die finde ich eigentlich ganz cool. Ach, da kann ich nicht. Okay. Hier halt mittig rein. Hier, hier, hier. Ich glaube, die sehen hier überall was. Hier. So. Da wird auf jeden Fall kräftig gebaut. Ein Todesfall. Was ist mit der passiert? Okay. Eigentlich an Drogen verstorben. Schade, Schokolade. Oh, guck mal, das ist jetzt fertig. Jetzt haben wir hier kein Wasser. Wir haben hier kein Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Versorgung. Okay. Erstmal. Okay, alles klar. Da haben wir ja dann einen Tank zu wenig. Ach, den bauen wir doch einfach hin. Was soll's? Wir haben es ja dicke. Einfach nochmal tanken. Und dann setzen wir uns einfach hierher. Und dann brauchen wir hier noch Strom. Hoffen wir mal, dass der Strom uns da reicht. Hier wird schon wieder, hier gibt es schon wieder Randale. Uiuiui, da ist ein Großmeister eliminiert worden. Jetzt geht's aber los hier. Nicht schön. Wie sieht unser Personal aus? Stellen wir mal einen Arzt ein, würde ich sagen. Nochmal ein Hausmeister. Was denn, er weiß, wer mit seinem letzten, was mit seinem letzten Kollegen passiert ist. Wer das wüsste, wird er sicher hier nicht arbeiten. So. Bisher haben wir seit vielen, 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 vielen Folgen haben wir eigentlich hier keine Häftlinge, psychisch Kranken mehr aufgenommen. Wir haben trotzdem, sind immer am Anschlag. Also, ja. So, was wir jetzt hier mal schauen könnten, wäre das hier, da haben wir zwei, die bereit sind, in den niedrigen Sektor zu kommen. Der Rest hat hier Handschellen irgendwie an. Uiuiui, ganz schön viele haben hier Handschellen an. Die sind verletzt und in Schutzhaft. Hier unten haben wir immer noch eine, die verzweifelt versucht, in den normalen Trakt zu kommen. So, hier haben wir überall Lichter. Und der Strom führt hier noch zu nichts. Weil der Strom noch gar nicht aufgebaut ist. Sehe ich das richtig? Sieht man halt auch nicht jetzt. Ja. Da zu sein, da müssen die noch ran an die Buletten. Na gut. Dann bauen wir hier weiter schön aus. Hier oben haben wir jetzt auch schon was zugenommen. Jetzt müssen wir hier mal das hier Einsatz. Da haben wir schon. Okay, alles klar. Und wir sind trotzdem voll belegt. Ja klar, da kommen wahrscheinlich so viele, die sich nicht anständig verhalten haben. So, machen wir hier noch das rein. War jetzt genau andersrum. Macht aber nicht. Egal, das belassen wir so. Sieht doch nett aus. Genau, hier fehlt ja auch noch einiges. Die kriegen jetzt auf jeden Fall Wasser. Da ist alles in Ordnung. Hier werden wir jetzt noch ein paar Leute reinstellen. Ein paar Wachen. So. So. Und dann
Zip, gucken wir hier mal. Aber man, hier ist aber echt jede Menge los. Ja, da sind jetzt die ganzen Toten drin. Die haben sie da rein verfrachtet. Weil das hier vorne voll ist, oder wie? Das ist der Hausmeister. Ich dachte, drei reichen. Sollten eigentlich reichen, ne? Ach, denn der so darf da ja gar nicht rein hier eigentlich, ne? Darf hier gar nicht rumlaufen. Das ist nämlich eigentlich nur für Personal. Alles, der muss also abgeholt werden dort. Lass mir ja gar nicht zu. Und dann werden sie die schon abholen. Die sind auf jeden Fall hart am Arbeiten. Wird installiert, da kommt schon was. Das ist super. Pumpwerk wird auch installiert. Wir brauchen das Pumpwerk, sonst kriegen wir da oben auch keinen Strom. Hier sind jetzt irgendwelche Krankenpfleger drin, was auch immer die dort machen. Wir bauen jetzt hier trotz allem noch Metalldetektoren. Eigentlich wollen wir nur irgendwie verzweifelt auf die 500 noch kommen. Bauen wir hier noch Boden. Hierher. So, und dann verbinden wir das noch mit der Türzeitschaltuhr. Was? Nee. Okay. Dazu braucht das natürlich auch Strom. Gucken wir mal nach der Versorgung, dass das ganz schnell auch Strom, sehr schnell, dass wenigstens Strom bekommt. So. Aber nämlich da Licht, da Licht. Das passt alles. Mit aus der Schutzhaft tot, ja, halt so. So, könnt ihr mal bitte hier diese zwei gefangenen Damen hier rausholen? Ich meine, Häftlinge nach Zelle eskortieren. Schauen wir mal. Passiert hier. Gut. Ja, hier sind wir auch noch am Bauen. Also Geld ist gerade nicht unser Problem. Ich will ja noch ein paar Arbeiter eigentlich einstellen, würde ich sagen. 21.000, also. Ja, nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Den Kollegen hier ein. Die ein bisschen mehr arbeiten können. Steht der Leichenwagen schon bereit? Gott, da sind ja auch noch, wieso sind da schon wieder? Hab ich schon wieder zu viele aufgenommen, oder? Ne, Vollbelegung, okay. Und wir machen das mal aus erstmal. Das hier auch. Kann man gerade nicht gebrauchen. Erstmal wieder hier die Umbaumaßnahmen vorantreiben. Einer. Zwei Häftlinge können kein Zellentum. Ja, vielleicht werden sie ja verrückt, dann kriegen sie auch eine Zelle. So, ja, da sehe ich ja gerade. Wir hängen ja immer noch hier in der Arbeitszeit drin. In der
Ich will nicht länger als 2 Stunden arbeiten. Dadurch sind die ganzen Programme natürlich auch gerade mehr oder weniger abgesagt. Eigentlich kann ich 451 aufnehmen. Und der Direktor hat schon mal angerufen. Die haben sich abgefunden mit ihrer Arbeitszeit. Sehr gut. Dann ändern wir das doch gleich mal. Tagesordnung. Arbeit. 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 Geht arbeiten. 1, 2, 3, 4. Ja, ist okay. Das machen wir auch so wieder. Das machen wir auch so wieder. Das machen wir auch so wieder. So. Okay, dann die Psychos noch. Die kriegen wir auch noch hier. Hier. Die kriegen auch noch hier. Hier. Und das machen wir zur Freizeit, oder? 1, 2, 3. Nee, das ist. Okay, die sollen ruhig ein bisschen mehr arbeiten, wenn sie schon dürfen, oder halt ihre Programme abreißen. Dann schauen wir uns gleich mal die Programme an. Da sind ganz schön viele dran interessiert. Hier auch, aber... Okay, dann machen wir es halt so. Starten wir oben auch nochmal eins. Hier kein Raum, das ist okay. Haben wir hier Tischlerlehre. Alles ist genug hier. Okay. Auch Allgemeinbildung immer gut. Verhaltenstherapie. Oh. Okay. Dann halten wir die halt mal an. Dann hier. Drogensucht. Gruppentherapie. Diese Ausbildung belassen wir so. Da sind jede Menge in der Warteschlange. Das kostet uns ja nichts. Geistige Führung. Auch noch eins dazu. Psychische Beratung. Dann haben wir hier 2. So. Wahnsinn. Ist ja auch wieder laufen. Guck mal, hier haben wir Licht. Im Laden haben wir kein Licht. Bei mir habe ich da keins eingebaut. Nee, habe ich nicht. Habe ich doch eins. Dachte ich hier. Nee, das war da oben. Wie sollen wir jetzt hier einen Laden und hier unten einen Laden? So ein Quatsch. Na gut, dann machen wir das hier anders. Reißen wir alles ab, was hier drin ist. Objekte. Hier irgendwas verkaufen. Nee, kann ich nicht. In den Bereich ausräumen. Ach, das weiß ich ja. Reisen wir halt alles per Hand ab. Was soll's. So. Dann haben wir den Raum hier. Besser gesagt, wir machen aus diesem Raum hier. Und wieder Tote. Ja, das ist, wenn die zusammen hier Pause machen, ist nix. Eh schon. So, Kantine. Da sind noch keine Häftlinge zugeteilt. Das ist auch in Ordnung. Und wir werden jetzt das hier abreißen. Das hier werden wir abreißen. Das hier werden wir abreißen. Unten werden wir einen Raum anlegen. Räume, Krankenstation. Ich brauche eine Krankenstation. Wieso sieht man das hier? Vielleicht Leichenhalle, Krankenstation. Das hier soll jetzt in dem Fall eine Krankenstation werden. Das hier reißen wir ab. Und das, die Betten hier, verlegen wir hier runter. So, verlegen. Kriegen wir auch. Nett aussieht. Erlegen. Ja,
sterben hier gerade die Leute weg, du. Das möchte ich anständig verlegen. Kann ich mir das Wartesitz. Verlegen. Hier, ja. Genau. Dann möchte ich hier noch schnell ein Licht haben. Zack, zack, zack. So. Hier machen wir auch noch Licht rein. Hier. So. So. Dann werden wir den Rest beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden uns auch darum kümmern und hier um den Rest. Dann werden wir mal sehen, wie viel wir hier. Ah, das machen wir schnell. Wie viel wir hier. Ja. Noch reinkriegen in das Gefängnis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.